mich eine tolle Möglichkeit, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was wir tagtäglich in der Forschung machen. Eine wunderbare Gelegenheit, mit unseren Themen in die Öffentlichkeit zu gehen. Es macht Spaß, mit den Leuten einmal die Forschungsprojekte durchzugehen und ihnen die Sachen zu erklären. Forschung zum Anfassen. Das ist UniHot nah im Europark. 9 ausgewählte Projekte der Universität Salzburg stehen 3 Tage lang zur Schau. Alles gleich auszuprobieren ist dabei ausdrücklich erwünscht. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Zukunft bietet der Roboter Iuro, der im Rahmen einer Diplomarbeit entsteht. Es geht um Learning by Demonstration. Und da geht es darum, dass man einen Roboter nicht am Rechner programmiert, sondern dass man ihm wirklich was beibringt, indem dass man ihm was zeigt. Und ich bin jetzt gerade dabei, dass er ein Modell von der Bewegung macht und das dann wirklich selber erlernt mit Lernalgorithmen. Armut zu erforschen und zu bekämpfen. Das ist das Ziel des Zentrums für Ethik und Armutsforschung an der Universität Salzburg. Ein Thema, das durch UniHautNah schon bei den Jüngsten Aufmerksamkeit erregen soll. Armut ist ein breit gefasster Begriff, der von ganz jung bis ganz alt ganz unterschiedlich thematisiert wird. Und die Kinder fragen wir zum Beispiel, was ist Ihrer Meinung nach arm? Gibt es Armut, die nicht nur sich am Geldbeutel bemisst, sondern Bildungsarmut, kulturelle Armut? Und genau das wollen wir hier mit den Kindern spielerisch erfragen. Ein weiteres Projekt, 3D-Fernsehen, mit und ohne Brille. Wir schauen uns jetzt eben an, wie erleben Menschen das 3D-Erlebnis, also wie reagieren sie drauf. Für uns geht es halt darum zu vergleichen, wie ist das Erleben mit dem einen, wie ist das mit dem anderen und gibt es da vielleicht Präferenzen. Kreatives Arbeiten und das Schärfen der Sinne. Der Verein Spektrum rundet die Veranstaltung UniHautNah mit diesem Angebot perfekt ab. Ich finde es sehr spannend, was man hier alles machen kann und interessant. Die ganzen Stationen hier machen mir sehr Spaß. Ja, es ist eigentlich sehr interessant. Manche Sachen waren spannend, manche waren lustig, aber es war voll lustig. Forschung im Einkaufszentrum. Ein Konzept, das aufgeht.